Und damit hallo und herzlich willkommen zur Analyse des ersten Halbfinals zwischen Brady und mir. Und ja, im ersten Spiel hatte ich ja mit meinem Nova Rüstungsdeck gegen das Control-Skellige, obwohl es ist komplett Control-Skellige gewesen. Naja, auf jeden Fall, Skellige vor allem, Control-Skoyatel-Deck von Brady gespielt. Und ja, im Endeffekt habe ich ja schon gesagt, ich hatte ja mit einem ganz anderen Deck gerechnet und das hat Brady sehr gut vorausgesehen und hat dementsprechend auch ein anderes Deck gewählt. Nichtsdestotrotz wurde es ja von Bane schon während des Commentaries gesagt, ich hätte das Ding auch gewinnen können und zwar tatsächlich, wenn ich mit großer Wahrscheinlichkeit einfach diesen Scout hier ausgetauscht hätte. Ich glaube, fast alles, was ich da hätte rausziehen können, fast alles an Bronze oder eventuell Silberkarte, was ich da hätte rausziehen können, wäre hoch genug gewesen, um das Ding zu gewinnen. Beispielsweise, ich ziehe so einen redanischen Ritter, der bringt mir ja 9 Punkte plus 2 Rüstungen. Wenn ich die 2 Rüstungen nehme, zum Beispiel mit Hilfe dieses Ritters, kriegt der Ritter 2 Punkte und der redanische Reiter verstärkt sich dann wieder um 2 Punkte und 2 Rüstungen. Dann nehme ich ihm nochmal die Rüstung mit Vincent. Habe ich mehr Rüstung, die ich mit Vincent nehmen kann. Und der Ritter wird dann nochmal stärker um 2 Punkte. Das heißt, ich habe dann anstatt einer 1-Punkte-Karte plötzlich eine 13-Punkte-Karte. Dann habe ich noch einen 9er, der Wetter kaputt machen oder der Wetter in der Reihe vernichten kann mit 3 Rüstungen. Das wäre dann halt 9 plus 3 Rüstungen gewesen, die ich momentan jetzt nicht hatte. Und da der hier ja dann 3 Punkte für die 3 Rüstungen kriegt, wäre das, glaube ich, tatsächlich auch genug gewesen, um am Ende die 10 Punkte, die mir ja bloß gefehlt haben, tatsächlich, zu überwinden. Und hier muss man halt ganz klar sagen, ich habe halt, ich habe halt zu wenig nachgedacht, was der Gegner machen könnte, denn ich habe zu sehr daran gedacht, was meine Strategie ist. Die war halt mit Shani den redanischen Ritter wieder zu beleben und dann den zweiten redanischen Ritter aus dem Deck zu holen. Dass Brady mithilfe seines Control-Skoyatel-Decks es schaffen könnte, meinen redanischen Ritter einfach zu vernichten, bevor ich da einen neuen rausziehen könnte, habe ich an der Stelle gar nicht bedacht. Und ich habe halt also den wahrscheinlich einfachsten oder einen der einfachsten Fehler gemacht, den man in einem Kartenspiel macht, nämlich nur auf meine Strategie zu achten. Das ist leider ein Fehler, den ich öfter mal mache noch, muss man ganz klar sagen. Was man halt immer auch machen muss, ist zu überlegen, was kann der Gegner machen? Hat der Gegner irgendwas in seinem Deck oder mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas in seinem Deck, das mir meine Strategie kaputt machen kann? Und mir wäre relativ schnell aufgefallen, dass es da wahrscheinlich eine Karte gegeben hätte, die meinen redanischen Ritter hätte vernichten können, nämlich die Artefaktenkompression, die ja ganz gerne in so einem Skoyatel-Deck gespielt wird, weil man das halt eben mit der Ethne, mit dem Anführer im Notfall noch ein zweites Mal spielen kann. Deswegen war es ein bisschen blöd von mir, da nichts dran zu denken. Und das hat mich im Endeffekt den Sieg gekostet, weil, wie gesagt, ich brauchte den zweiten redanischen Ritter am Ende gar nicht, um zu gewinnen. Jede andere Rüstungseinheit hätte auch gereicht. Ich glaube, ich habe noch einen Stannis im Deck, der wäre auch perfekt gewesen. Also, an der Stelle wäre es einfach klüger gewesen, den Scout auszutauschen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, ich kann ja vorher auch nicht wissen, dass es am Ende nur 10 Punkte sind. Ich will natürlich auch, wenn ich spiele, oder ich meine, ich muss natürlich auch davon ausgehen, dass der Gegner vielleicht auch ein paar starke Punkte macht. Das heißt, ich will darauf schauen, dass ich möglichst viele Punkte rauskriege, deswegen halt die Kombination mit Shani und dem Scout. Ich hätte mir aber, wie gesagt, von Anfang an sagen können, ich tausche den aus und hole mir mit Shani dann vielleicht sogar die Margarita zurück, falls er nochmal einen von den Vrihet-Offizieren spielt, wäre das ja auch ein sehr guter Zug gewesen. Also da hätte es deutlich bessere Optionen gegeben. Ich habe da aber bloß diesen Tunnelblick gehabt, das ist mein Spiel, das will ich jetzt durchziehen und habe nicht überlegt, ob es denn vielleicht auch Alternativen gibt, die vielleicht sogar effektiver sind, ja. Und das war dann natürlich ein bisschen das Problem. Kann man jetzt leider nicht ändern. Ist halt dann leider so gekommen. Nichtsdestotrotz, Brady gewinnt das Ding dann. Und ja, dann kommen wir mal ganz kurz noch zu den anderen beiden Spielen. So, dann im zweiten Spiel hat Brady tatsächlich wieder das gemacht, was ich ja erwartet habe, nämlich mit seinem Veteran Skellige Deck zu spielen. Da hatte ich ja als Konter meine Soldaten gewählt, weil die Soldaten, um das nur noch mal ganz kurz aufzuschlüsseln, das Ziel der Soldaten ist, ja, dreimal so eine Sklaveninfanterie rauszukriegen und dann nach Möglichkeit 2 bis 3 Mal so ein Sentry raus, also so ein Wachturm rauszukriegen. Das heißt, der große oder die großen Punkte holen die Sklaven innerhalb von so 5 bis 6 Runden.
was relativ schnell ist gegenüber Decks, die halt ein bisschen Zeit brauchen zum Aufsetzen. Das ist gerade so die Veteranen, die brauchen halt gerade in der ersten Runde sehr viel Zeit, um Punkte aufzusetzen und können das dann in der Regel nicht mehr aufholen. Und ist halt auch dann relativ, und ich habe dann auch in der letzten Runde eine relativ lange Runde, um halt zu verhindern, dass der Gegner mich einfach mit einem Finisher besiegt, weil ich halt trotzdem meine 5 bis 6 Runden habe, um meine Sklaveninfanterien wieder aufzusetzen und meine Wachtürme wieder aufzusetzen. Blöd war halt, ich hatte keine Sklaveninfanterien, das war echt ein bisschen problematisch, aber ich denke, ich mache ja am Ende noch das Beste draus, ich spiele halt erst reinfahren, um ja den Coinflip so ein bisschen umzudrehen. Und da ich weiß, dass die Veteranen ein bisschen Zeit brauchen, um stark zu werden, benutze ich danach gleich noch meinen Magier, weil ich weiß, die Veteranen spielen noch kein Wetter, um hier Frost aufzusetzen, um da über Zeit halt noch ein bisschen Punkte zu machen. Und benutze auch Calvate, um weiter Druck zu machen. Und so kann ich, obwohl ich in der ersten Runde den Spion ausspiele, den Silberspion, kann ich trotzdem am Ende die erste Runde gewinnen. Und ja, ich will hier auch an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, wie wichtig meiner Meinung nach der Calvate ist für einige Nilfgaard-Karten. Da gehen wir nochmal ganz kurz zu dem Moment, wo ich den gespielt habe. So, hier sehen wir ganz kurz nochmal, nur um das nochmal ganz kurz zu sagen. Obwohl ich meinen Spion jetzt in der ersten Runde gespielt habe, hat jetzt Brady eine Karte weniger, weil ich eben den Spion in der ersten Runde gespielt habe und ist trotzdem nur 9 Punkte vorne. Und daran sieht man halt die Veteranen, das ist halt deren Nachteil, die brauchen halt eine Weile, um ihre Strategie aufzusetzen. Die ersten Spielzüge durch diese Veteranen sind halt relativ schwach. Wie man hier sieht, 3 Neunerkarten, das ist nicht sonderlich viel. Und deswegen wollte Brady die halt auch auf der roten Münze spielen, also wenn er nicht anfangen muss, weil Tempo auf der roten Münze nicht ganz so wichtig ist. Aber da ich den hier umdrehen konnte, den Coin Flip, indem ich halt den Spion gespielt habe und er ihn nicht gespielt hat, hat das am Ende noch ganz gut geklappt. Fairerweise muss man sagen, Brady kann den Spion spielen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er es in der Runde noch macht, aber ich glaube, das wäre dann sogar eine Möglichkeit zu passen. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich spiele jetzt den Calvate und jetzt merke ich mir halt, was hier oben liegt. Und ich merke mir halt, ich glaube, ich spiele jetzt den Vicovaro-Novizen aus, um nochmal einen Mahakama Ale rauszukriegen. Und jetzt merke ich mir halt, dass eine Triss oben auf dem Deck liegt, ganz oben. Also, Calvate zeigt ja wirklich die nächsten 3 Karten an. Das hier ist die nächste Karte auf dem Deck, das hier ist die zweitnächste Karte und das hier ist die drittnächste Karte. Und warum das jetzt wichtig ist, da komme ich gleich nochmal drauf, nachdem ich mir den Vicovaro-Novizen hier gewählt habe. Ich habe 2 Karten, die eigentlich ein bisschen zufällig sind. Und das ist einmal Joachim de Wet. Das ist ein 5er-Spion, der die nächste Bronze- oder Silberkarte aus meinem Deck ausspielt und um 10 Punkte stärkt. Und das ist zum anderen Vilgefortz, der, wenn ich eine Einheit auf meiner Seite des Spielfelds zerstöre, einfach die oberste Karte von meinem Deck ausspielt. Und weil ich jetzt den Calvate gespielt habe, weiß ich, okay, wenn ich Joachim spiele, zieht er mir auf jeden Fall den Wachturm. Und wenn ich Vilgefortz spiele, zieht er mir auf jeden Fall die Triss. Und ich kann dadurch durch beide, ich kann damit mit beiden relativ sicher planen. Also es kann mir nicht auf einmal passieren, dass mir ein Vilgefortz oder ein Joachim plötzlich die Asire Fa'anahi zieht, die ich halt in einem späteren Spielzug brauche, um Karten wieder in mein Deck zurückzulegen. Und deswegen bin ich hier der Meinung, dass Jan Calvate halt ein sehr starker Anführer ist, gerade wenn man die beiden Einheiten auch noch in seinem Deck spielt, weil die halt wirklich enorm viele, oder weil man da wirklich enorm viel mithilfe dieser Informationen machen kann, meiner Meinung nach. Deswegen nutzt den Calvate wirklich, also spielt den Calvate nicht einfach nur, um noch eine Karte auszuspielen. Wenn ihr halt Vilgefortz und Joachim noch im Deck spielt, dann nutzt den Calvate auch aus, um zu wissen, was ihr euch als nächstes aus dem Deck zieht. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können noch mal ganz kurz ans Ende der Runde gehen. Ja, genau, hier sehen wir es dann noch mal. Nichtsdestotrotz, ich schaff's dann tatsächlich, das Ding, obwohl ich nur eine Infanterie spielen kann, schaffe ich es dann am Ende punktemäßig hier so weit vor die Veteranen zu kommen, dass ich halt, ja, einen enormen Vorsprung erhalte, gewinne damit die erste Runde auf gleichen Karten, was halt schon mal sehr wichtig war, und kann in der nächsten Runde dann direkt passen, um dann in der letzten Runde so eine semi-lange Runde zu haben, wo ich dann wieder meine Sklaveninfanterien aufsetze und dann meine Wachtürme. Ich will dann nur noch mal ganz kurz auf eine Karte eingehen, über die ich innerhalb dieser Analysen auch schon mal eine ganze Menge gesagt habe.
Und das ist die Karte, die ich jetzt spiele. Das ist nämlich Asire for Anahid. Das ist meiner Meinung nach momentan eine der stärksten Silberkarten im Spiel, weil sie zwei Karten zurück ins Deck mischen kann. Und zwar sowohl auf deiner Seite, als auch, also sowohl in dein Deck, als auch in das Deck des Gegners. Und dadurch hat man so extrem viele Möglichkeiten, meiner Meinung nach, das Spiel zu bestimmen. Entweder du spielst ein Deck, wie ich das mache, wo es halt wichtig ist, dass du zwei der Einheiten nochmal ausspielst, in dem Falle die Wachtürme, oder du legst einfach dem Gegner irgendwelche Karten, gerade wenn es Skellige ist, wieder ins Deck, die er eventuell wiederbeleben würde oder restoren möchte. Oder du legst dem Gegner einfach zum Beispiel, was meiner Meinung nach einer der schlimmsten Spielzüge ist, eine Cantarella wieder ins Deck, die halt, wenn der Gegner sie zieht, einfach eine nutzlose Karte ist, was ich ehrlich gesagt ein bisschen zu stark finde, aber hey. Meiner Meinung nach sollte man das oder sollte das mit Asire nicht möglich sein, aber gut, ich glaube, das wird im nächsten Update sowieso geändert. Also Asire wirklich eine sehr starke Karte, wenn man sich vorher wirklich die Überlegung macht, was will man wieder ins Deck mischen, und das habe ich hier ja auch getan. Ich habe mir wirklich überlegt, okay, wie viele Karten habe ich noch im Deck, die mir Karten aus dem Deck ziehen können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese zwei Türme überhaupt spiele, ist es vielleicht cleverer, sich doch lieber die Plötze wieder ins Deck zu mischen, da ich ja noch einen Kahir habe, der ja automatisch die Plötze auch wieder aus dem Deck ziehen würde. Hab mich am Ende aber für die zwei Wachtürme entschieden. Und wenn wir uns mal ganz kurz den letzten Zug angucken, dann war das auch tatsächlich die richtige Entscheidung, weil ich wirklich sehr viele Sklaveninfanterien aufs Feld kriegen konnte. Und ich habe halt auch wirklich komplett meine ganzen Karten ausgespielt. Also hier habe ich, glaube ich, das relativ gut gemacht, habe wirklich genau vorher geplant, was muss ich spielen, wie, um wirklich alle Karten aus dem Deck rauszukriegen. Ja, damit gewinne ich tatsächlich die zweite Runde, und ich glaube, in der dritten Runde habe ich dann einfach den Vorteil, dass ich mit einem Skellige Großschwert-Deck gegen das Skoyatel-Deck spiele. Ich meine, man muss dazu sagen, Control Skoyatel hat die Chance, dass sie die Skellige auch kaputt machen können. Gerade mit der Artefaktenkompression können sie halt dir so ein Großschwert, das schon relativ groß geworden ist, so ein Jengefret, der relativ groß geworden ist, oder auch ein Boot, das relativ groß geworden ist, wieder kaputt machen. Nichtsdestotrotz denke ich halt, dadurch, dass es halt, dass du halt drei von jeder Engine hast, also du hast drei Boote, drei Großschwerter und kannst Großschwerter theoretisch noch dreimal wiederbeleben, ist halt selbst so eine Artefaktenkompression jetzt nicht so gefährlich. Ich meine, klar, Skoyatel kann die zweimal benutzen, kann schon relativ stark sein, aber wenn die Skoyatel das halt zweimal auf dem Großschwert benutzen, hast du halt noch die Boote, um damit Punkte zu machen, hast halt sowas noch wie Harald und Schenke-Kombo, um viele Punkte zu machen. Du hast, ja, und über Zeit machen die Boote halt auch so immer viele Punkte, wie gesagt, einen Punkt pro Runde, je nachdem, wie lang die Runde wird. Du hast Restore, womit du halt 19 Punkte einfach machen kannst, mit Hilfe einer Silberkarte, und man muss ja ganz klar sagen, das ist halt ein, meiner Meinung nach, der Grund, warum Skellige Großschwerter so stark ist. Die haben halt 6 Engines, wovon sie alle drei, oder wovon sie jeweils 3 wiederbeleben können, also insgesamt 6 wiederbeleben können, plus noch theoretisch eine Sigdriva, wodurch du noch ein 7. Mal was wiederbeleben kannst, was aber auch ein Jengefret sein kann. Du hast halt Restore, was halt in der Regel 19 Punkte wert ist, was halt echt stark ist, das ist halt Goldkartenniveau. Du hast sowas wie Coral, die halt meist relativ mächtig ist und so weiter und so fort. Da muss man halt ganz klar sagen, Skellige Großschwerter ist momentan eins der stärksten Decks. Ich habe es halt hauptsächlich genommen, weil ich Angst hatte, dass er wirklich nochmal auf dem Wetterspiel geht, wo ich halt durchaus das Wetter ausnutzen könnte mit Hilfe meiner Großschwerter. Am Ende habe ich es dann trotzdem gewonnen, und ja, ich meine, er macht ganz am Ende nochmal diesen kleinen Fehler. Das muss man ganz klar sagen, er macht am Ende nochmal diesen ganz kleinen Fehler, wo er seine Aglaes ausspielt und, ja genau, jetzt sich hier die Restore-Karte nimmt und Udalric restort, wodurch er halt mir einfach 8 Punkte schenkt. Im Endeffekt haben wir ja aber schon gesagt, das machte keinen großen Unterschied, weil ich halt noch meine Coral hatte, die halt hier einfach die Karte da Artefakten komprimieren konnte. Deswegen war das alles nicht ganz so wild. Nichtsdestotrotz sollte man daran denken, wenn man Aglaes sieht und Restore zur Auswahl hat, nie auswählen, auch wenn man denkt, dass man keine skellige Karten auf dem Friedhof hat. Wenn man nämlich noch den Spion tatsächlich auf dem Friedhof hat, kann das zu einem großen Problem werden.
Gut, das war es dann tatsächlich aber auch von dieser Analyse. Es war sicher ein bisschen Glück von meiner Seite dabei, dass ich das Ding so gewinnen konnte, wie ich es gewinnen konnte. Das will ich gar nicht anders sagen. Also gerade, dass ich zweimal als Zweiter spielen durfte, war auf jeden Fall eine deutliche Hilfe. Gerade im Spiel mit den Großschwertern hätte das vielleicht auch andersrum ausgehen können, wenn ich hätte anfangen müssen, weiß ich nicht. Müsste man noch genauer analysieren. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, habe ich das ganz gut gemacht und bin damit ins Finale eingezogen. Und wir sehen uns in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin und ciao.